Hi, ich bin Katja, willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr vielleicht schon in meinem Titel lesen konntet, geht es für mich bald auf Weltreise und ich wollte euch einfach mal ein bisschen erzählen, wie ich dazu gekommen bin, wann es losgeht, wohin es überhaupt geht und wie ich das Ganze finanziere und so weiter. Ja, falls euch das interessiert, bleibt gerne dran. Also, wann geht es überhaupt los? Es ist heute der 2.1. und es geht für mich morgen schon los und ich bin schon etwas aufgeregt. Ja, ich fliege von Frankfurt aus und ja. Wohin geht es für mich überhaupt? Es geht für mich erstmal nach Sri Lanka und ich möchte halt wirklich eine Weltreise machen. Da ist nicht nur so, ich mache eine Weltreise und gehe nach Australien oder so. Nein, ich mache wirklich eine Weltreise und zwar fange ich in Sri Lanka an. Also ich fange in Sri Lanka an und werde dann erstmal durch ganz Asien reisen. Also Indien geht es dann weiter und dann erstmal rüber in den Osten bis nach Japan durch die Länder und dann auch weiter in den Süden Asiens und irgendwann halt bis nach Australien und dann eben auch andere Kontinente. Also danach wird dann Südamerika kommen und eben die anderen Kontinente. Wie lange soll das dauern? Ich habe mir kein Zeitlimit gesetzt. Also für mich war Reisen schon immer mein größter Traum. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als zu reisen und ich möchte wirklich mein ganzes Leben lang reisen. Und natürlich kann ich jetzt auch nicht alles auf einmal sehen, ist ja auch gar nicht nötig. Also ich werde auch schon genug sehen und man kann ja immer wieder an die Orte zurückkehren. Und ja, deshalb ist auf jeden Fall mindestens ein Jahr, aber unbegrenzt und ja, möchte vielleicht auch gar nicht nach Deutschland zurückkehren. Vielleicht zu Besuch, ich weiß es noch nicht. Ja, mal sehen, wo mich der Wind hintreibt und wo es mich hält. Genau, und wie finanziere ich das Ganze? Also ich habe jetzt nach dem Abi 5 Monate bei der Post gearbeitet, was der größte Scheiß war überhaupt. Es war wirklich scheiße, aber ja, ich habe mich durchgebissen, ich habe durchgehalten und ja, habe jetzt mir ein bisschen Geld angespart. Ich hatte auch noch also meine Eltern hatten mir so ein Konto angelegt, als ich geboren wurde, was ich jetzt erhalten habe, quasi mit 18. Da habe ich auch noch ein paar Ersparnisse. Genau, das Geld hatte ich auch erst für mein Auto verwendet und das verkaufen wir jetzt aber und deshalb habe ich das Geld dann quasi wieder. Natürlich wird das Geld aber auch nicht für die ganze Weltreise reichen, also so viel kann man, glaube ich, gar nicht vorher ansparen. Also kann man schon, aber ich jetzt nicht mit so einem normalen Job. Also werde ich dann auch in Ländern wie Australien auch Work and Travel auf jeden Fall machen. Nur in Asien ergibt das halt nicht so viel Sinn, weil man da nicht so viel verdient. Aber genau, ich werde dann halt Work and Travel machen und ich möchte halt auch versuchen, eben irgendwie online Geld zu verdienen. Nebenbei, das wäre halt ganz cool. Also ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut, also so Digital Nomad mäßig. Aber habe jetzt noch nicht konkret irgendwas rausgesucht. Also werde ich mal gucken, ob das irgendwie möglich ist. Genau, so viel zu der Finanzierung. Und ja, was auch noch mit zur Finanzierung reinspielt, ist, dass ich das Ganze halt möglichst low-budget-mäßig machen möchte. Also, dass ich so wenig Geld wie möglich ausgeben möchte, damit ich möglichst lange mit meinen Ersparnissen hinkomme. Vor allem, wenn es halt um die Unterkünfte geht. Ich möchte versuchen, möglichst viel Couchsurfing zu machen. Gerade in Asien geht das ziemlich gut, weil da viele Leute das anbieten. In Asien sind die halt sowieso viel offener und gastfreundlicher. Das habe ich versucht. Genau, und natürlich muss man da auch ganz viel aufpassen, also generell kann ich euch empfehlen, immer die Empfehlung durchzulesen, also die Rezension durchzulesen und zu gucken, dass da bloß keine schlechte Rezension drin ist und auch die wirklich durchzulesen, was und was da für Menschen gewohnt haben. Wenn das nur Typen waren, dann würde ich da auch nicht hingehen. Und natürlich gibt es da auch viele, die andere Sachen wollen, deshalb halt wirklich immer auf die Rezension achten und ich werde es halt ausprobieren, wenn ich auf die Nase falle, dann mache ich es vielleicht nicht mehr. Mal sehen. Also ansonsten versuche ich auch in Hostels zu wohnen, halt möglichst günstig und in anderen Ländern, also so wie Australien, die ein bisschen sicherer sind, würde ich dann auch mal campen oder mit dem Van irgendwie rumfahren, Roadtrips machen und im Van dann schlafen. Und was auch ganz praktisch ist, ich habe bei der Post, als ich da gearbeitet habe, ein Ehepaar kennengelernt und die Frau kommt auch aus Sri Lanka und mit denen habe ich mich halt ziemlich gut verstanden und jetzt kann ich halt in Sri Lanka bei ihrer Familie wohnen, was halt ziemlich, ziemlich cool ist. Die haben auch 2 Töchter in meinem Alter und dann kenne ich, also wir haben schon geskypt und dann kenne ich die auch schon so ein bisschen und habe da so einen Anlaufpunkt und weiß auch, dass ich denen vertrauen kann. Das ist halt ziemlich cool. Und auch wenn ich jetzt immer auf meinen Reisen ganz viele Leute kennenlerne von überall her, dann habe ich vielleicht auch irgendwo immer Anlaufstellen, wo ich dann vielleicht auch mal schlafen kann und bleiben kann. Das wäre ziemlich cool. Also ich meine, momentan sitze ich noch hier in Deutschland, ich habe wirklich keinen Plan, wie das ablaufen wird, aber so stelle ich mir das irgendwie vor. Und ich lasse es aber alles wirklich auf mich zukommen und mache das alles spontan. Also ich habe wirklich auch nur den Flug nach Sri Lanka jetzt gebucht und noch gar keinen Weiterflug und so weiter. Und
werde dann halt alles wirklich spontan gucken, wie lange ich wo bleiben möchte. Und ja, rumreisen werde ich wahrscheinlich immer mit dem Flugzeug, je nachdem wie teuer das ist. Ich würde auch gerne innerkontinental mit dem Bus umherfahren, aber ich habe gehört, dass das nicht so sicher sein soll, dass man gerade da sehr sexuell belästigt werden kann. Also mal gucken, vielleicht mache ich das auch mal, aber überwiegend jetzt mit dem Flugzeug. Wie bin ich überhaupt darauf gekommen, eine Weltreise zu machen? Also für mich war es schon immer mein größter Wunsch, die Welt zu sehen. Also gerade in der Ende der 10. Klasse war es, glaube ich, hatte ich so ein ziemliches Tief. Also Schule und ich waren nicht so die besten Freunde. Das hat mich immer sehr runtergezogen. Ich habe mich immer sehr eingeengt gefühlt, immer nur jeden Tag zur Schule, wieder nach Hause. Ich wohne halt auch in so einem Dorf, wo einfach nichts los ist. Und deshalb hatte ich immer so mega das Fernweh, wollte immer raus hier. Und wollte halt immer die Welt sehen, weil mich das so fasziniert, was für schöne Orte es auf der Welt gibt. Und alles ist so unterschiedlich und überhaupt in anderen Ländern, also in allen Ländern außer in Deutschland eigentlich fast, sind die Menschen halt viel offener und herzlicher und freundlicher und lebensfroher. Und ja, auch die Natur interessiert mich total und deshalb möchte ich halt wirklich, wirklich gerne sehr viel von der Welt sehen. Und ja, deshalb bin ich darauf gekommen, eine Weltreise zu machen. Wie ich auf Sri Lanka gekommen bin, ist eigentlich total quasi wie ausgelost. Also ich wollte entweder in Südamerika anfangen oder in Asien. Konnte mich erst überhaupt nicht entscheiden, dachte, okay, dann gehe ich nach Asien, weil, also in Südamerika wäre halt mein Hauptgrund gewesen, einfach wegen der Kultur und weil ich dort auch mein Spanisch hätte verbessern können. Weil ich hatte halt Spanisch in der Schule, konnte es eigentlich ganz gut und das würde ich dann gerne vertiefen. Für Asien sprach halt auch die Kultur und überhaupt, dass da so Yoga, Ayurveda und Meditation und so ein großes Ding ist. Und deshalb, keine Ahnung, habe ich mich einfach für Asien entschieden. Wollte eigentlich erst nach Japan. Aber dann habe ich rausgefunden, dass es da um die Zeit ungefähr genauso kalt ist wie hier. Ich dachte so, nein. Und dann wollte ich erst nach Indien und irgendwie hatte ich dann nur Flüge gefunden, die eh über Sri Lanka gingen. Also mit Zwischenlandung in Sri Lanka. Es gibt jetzt, glaube ich, auch andere, aber irgendwie hatte ich nur solche gefunden. Deshalb dachte ich, ja, kann ich auch gleich in Sri Lanka bleiben, weil das ist halt eine super schöne, vielfältige Insel. Und ja, so bin ich darauf gekommen. Und ja, was habe ich für Ziele auf dieser Weltreise? Dazu wird noch ein konkreteres Video kommen. Aber so grob kann ich schon mal sagen, dass es einerseits auch quasi eine Selbstfindungsreise ist. Also ich möchte gerne viel über mich selbst lernen und wachsen und, ich weiß nicht, mich selbst entwickeln und an mir arbeiten und einfach herausfinden, wer ich genau bin, was ich will. Also eigentlich weiß ich schon ziemlich genau, was ich so im Leben will, aber eben nicht so genau. Ja, und ja, ich möchte einfach so viele Kulturen wie möglich kennenlernen, so viele Menschen treffen und auch ganz, ganz viel einfach von der Natur sehen und auch von den Städten. Also ich bin einerseits voller Naturmensch, aber andererseits auch voller Großstadtmensch. Was ich auf keinen Fall machen will, sind solche Touri-Trips. Also ich möchte wirklich mit den Einheimischen leben und wirklich die Kultur kennenlernen und die Kultur eintauchen und die ganzen Sitten und Bräuche kennenlernen. Also so geleitete Touren und so möchte ich jetzt nicht unbedingt machen oder nur so Touri-Kram. Außerdem möchte ich gerne aus meiner Komfortzone kommen und ganz viele neue Dinge ausprobieren. Also gerade so Action ist auch so voll meins eigentlich, so Adrenalin und so. Und ich möchte gerne so Bungee-Jumping und so Sachen machen und Fallschirmspringen. Und vor allem vor tiefem Wasser habe ich mega Respekt. Und vor großen Wassertieren, also was für ein Ausdruck, so Wale und Haie, da habe ich voll bisschen Angst vor und deshalb würde ich gerne auch tauchen gehen, mehr oder weniger gerne. Also ich würde halt da auch gern einfach über meinen Schatten springen. Auf jeden Fall möchte ich mich gerne zu solchen Sachen überwinden und mir macht es halt auch mega Spaß. Und solche Sachen würde ich auch gerne machen. Und natürlich möchte ich auch ganz viel Essen probieren. Also ich bin ja vegan, ich bin mal gespannt, wie das klappt. Aber eigentlich gibt es ja überall Gemüse und Reis, also müsste das eigentlich klappen. Ich bin mal gespannt. Also mal schauen, ich bin gespannt, auf jeden Fall möchte ich auch ganz viel Essen probieren natürlich. Und dann möchte ich auch noch weitere Sprachen lernen. Also ich bin voll so der Sprachenfanatiker, auch in der Schule war das so mein einzig gutes oder mein bestes Gebiet so. Also eine asiatische Sprache würde ich gerne noch lernen, vielleicht Japanisch oder so. Und dann vielleicht noch Italienisch oder Portugiesisch oder so. Ja, das fände ich ganz cool. Und dann wäre es halt auch einfach cool, sehr viele verschiedene Leute kennenzulernen und überall Freunde auf der Welt zu haben. Ja, das sind so grob meine Ziele, würde ich sagen.
Und ja, es war halt einfach schon wirklich immer so ein Traum von mir oder wird auch immer so der Sinn meines Lebens so sein, um die Welt zu reisen und alles zu entdecken. Und ja, wie gesagt, wenn es mir irgendwo besonders gut gefällt, dann würde ich mir da auch irgendwie eine Wohnung holen und damit ich halt nicht nur aus dem Koffer lebe und dann halt immer wieder zurückkommen kann und so weiter. Aber das wird dann noch ein paar Jahre dauern, halt, wenn ich ein vernünftiges Einkommen habe und mir das finanzieren kann und halt schon weiß, wo ich dann ungefähr bleiben will. Vielleicht wird es auch wieder Deutschland sein, vielleicht wird es irgendwo anders in der Welt sein. Ich kann es mir wirklich überall vorstellen. Und ja, so viel erstmal zu meiner Weltreise. Wie gesagt, noch ein genaueres Video zu meinen Zielen und Erwartungen und Wünschen, die ich an dieser Reise habe, wird noch kommen. Falls ihr noch weitere Fragen habt, hinterlasst mir die gerne in den Kommentaren. Dann werde ich die beantworten oder nochmal in einem neuen Video beantworten. Und ich werde auf jeden Fall ganz, ganz viele Vlogs drehen. Also Vlogs und so Impression-Videos. Also wenn ihr up-to-date bleiben wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Da werdet ihr auf jeden Fall alles mitbekommen. Ich hoffe, das funktioniert dort mit dem Internet. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Genau. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst gerne einen Daumen hoch. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!